zweiten Teil unserer Festveranstaltung Lust auf Trost zum Alpenklang Allerheiligen einleiten. Bitte sehr. Trachtenträger, vor allem aber auch liebe Kinder und liebe Jugendliche. Ja, auch ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei dieser schönen Veranstaltung da sein darf. Danke auch für die Einladung, dass so viele Kinder heute auch da sind, Tracht tragen. Und ich bemerke auch, wenn ich an die Schulen komme, dass immer mehr bei Feiern Tracht getragen wird. Dazu brauchen die Jugendlichen aber Vorbilder. Und ich bedanke mich besonders auch aus dieser Sicht für Ihre Vorbildwirkung. Und ich darf auch, weil sie eine Lehrerin ist, der Frau Kastner sehr herzlich gratulieren zu ihrer Auszeichnung. Das sind Vorbilder, die wir brauchen. Dankeschön. Ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, dass ihr heute da seid. Und ich freue mich, dass ich mit euch dieses Fest der Tracht, der Musik, tanzen sehen wir dann auch noch miterleben darf. Und nach den Namen haben wir schon gehört, Burgi, ich bin bei dir jetzt gespannt, weil die Heiligen und Burger waren nie ohne Tracht zu sehen, also ich werde nächstes Mal schauen, wann ich das sehe. Du wärst eine gute Botschafterin in Wien, dann waren die auch gescheit anzogen, also das war nicht schlecht. Jetzt sind wir in der Gegenwart und die Gegenwart ist für mich das Brauchtum, die Brücke zur Vergangenheit. Von der Vergangenheit haben wir jetzt das Kulturerbe, dieses Brauchtum zu pflegen, weiterzutragen in die Zukunft. Und diese Brücke, auf der wir stehen, da ist die Goldhaben-Gemeinschaft ein starker Pfeiler in der Brücke, in dieser Stützung des Brauchtums. Und wir brauchen Sie und alle, dass Sie die Bräuche weiterleben, singen, tanzen, musizieren, aber auch unser Tracht tragen. Und in dem Sinn sind Sie und wir alle Botschafterinnen der Tracht. Tragen Sie sie an, ihr seid schön angezogen. Tragt es, zieht es an und ihr seid unbestritten im Bezirk Berg auch die Gescheitern. In dem Sinn, danke. Gäste, die ein bisschen von weiter weg herkommen, und zwar von Waldneukirchen, das ist da bei Sierning und Bad Hall in der Nähe. Die Eckstoner Ruth. Hallo,
Jugendliche, die modernes vorführen, und zwar mit einem gehörigen Schwung, wie es einfach zu den Jungen dazugehört und das alles schön ist. Die Trachten, die wir da sehen, sind von der Goldhauben-Gruppe St. Georgen am Wald selber entworfen, selber gestrickt und genäht worden. Ja, wir freuen uns schon auf die Jungen und einer da. Bitte sehr, um euren Auftritt.
Thank you.
Kollegen und Dimbach haben eine eigene Männertracht und es gibt Gehröcke für die Frauen und das werden wir sehen. Und als vierte Gruppen sehen wir dann noch die Goldhaar-Gruppen oder so Luftenberg, die haben es im letzten Moment noch geschafft. Das ist ganz super und sind auch eingetroffen und warten dran. Ja, wir freuen uns auf Katzdorf, Allerheiligen, Dimbach und dann Luftenberg. Die Katzdorfer Tracht war die erste in unserem Bezirk, die vor 13 Jahren kreiert wurde. Und dann kam in letzter Zeit verstärkt auch bei den Männern der Wunsch auf, wir wollen auch eine Tracht dazu. Und so gibt es eben diesen grauen Janker, der in Blau, Rot oder mit grünem Besatz genäht werden kann. Als Verzierung dienen 2x3 Metallknöpfe mit einer Karte, die an das Katzdorfer Wappen erinnert. Die Karte war eine Distel und wurde auch früher in Katzdorf angebaut. Da wackelt einer mit dem Kopf, stimmt's nicht ganz genau. Keine Distel, sie schaut so ähnlich aus, sagen wir, gell? So für den Hausgebrauch geht die Erklärung. Aber sie wurde vor allem zum Aufrauen von Stoffen verwendet und war eben etwas Besonderes in Katzdorf. Darum ist sie auch in den Dragoner der Janka eingenäht. Die sehen wir hier hinten. Genau. Dazu trägt man am besten eine einfärbige Weste, auch die sehe ich da ganz fest bei dir, gut. In der Farbe des Besatzes. Den kleinen Herren steht diese Tracht auch schon recht gut und sie haben mal gesagt, beide Omas haben zusammengeholfen, damit sie noch fertig geworden ist, gut. Die entworfene Männertracht gefiel dann den Frauen wieder so gut, dass sie gesagt haben, zu dieser Jacke einen passenden Rock als Frauenkostüm und kann natürlich auch mit einem schwarzen Hut, mit einem passenden Hutband getragen werden. Sehr fest seid ihr davon. So, die Herren sind jetzt erst schon mit den Frauen mitgegangen und ich habe sie ganz ignoriert, weil ich ja gewusst habe, jetzt kommt es ein zweites Mal zu mir. Gell? Der Herrn Janker von Allerheiligen weiß das Blütenmotiv der Frauen Tracht am Rücken auf. Hier in den Dragoner eingestickt ist dieses Blütenmotiv. So erkennt man die Allerheiliger Tracht immer gleich ganz gut. Auch die Knöpfe sind wieder dieselben. Mit dem Motiv der Gemeinde und den Rosen. Genauso gearbeitet werden kann der Rock als Gehrock für die Frauen. Und er passt sehr gut mit einem Rock oder lässig zu einer Jeans. Viel Freude mit diesem schönen Stück. Ja, die Dimbecker haben dann gleich miteinander Frauentracht und Männerrock entworfen. Die Männertracht aus Dimbach wird eben wieder mit Knöpfen mit dem Schwanenmotiv geschlossen. Der grüne Stehkragen ist rot passpoliert. Die Seidenweste mit einem V-Ausschnitt soll auf die Tracht der Frau farblich abgestimmt werden. Viel Freude, dass ihr es oft anziehen könnt. Thank you.
darf, ist die brandneue Luftenberger Tracht. Ich habe sie ans Ende der Präsentation gestellt, weil ich nicht gewusst habe, werden sie fertig, werden sie nicht fertig. Sie haben es geschafft, der erste Nähkurs ist gestern beendet worden, also noch ganz, ganz neu. In Anlehnung an die Gemeindefarben sind die Leibchen in Rot- und Blautönen gearbeitet. Die Hals- und Armausschnitte werden bei der Festtracht mit schwarzem Samt eingefasst und im Anschluss ist eine schmale Borte genäht. Der unterschobene Latz wird mit schwarzen Knöpfen geschlossen. Am Rücken finden wir das Logo der Gemeinde, den Luftenberg und die Donau. In der Festtracht in Gold und Silber eingestickt. Bei der Alltagstracht, vielleicht zeigst du es noch einmal kurz, ist der Luftenberg dann in Grün und die Donau in Blau eingestickt. Statt Samt wird bei der Alltagstracht der Stoff des Rockes verwendet zum Baspulieren. Auch die Männer haben so ein bisschen schneller zugeschwindelt. Der Herr Bach-Leitner, er fotografiert eifrig, als einziger hat schon ein Westel im Seidenstoff der Schürze der Frau. Ich hoffe, ihr macht vielen Luftenberger Frauen einen Gusto, dass sie sich auch diese schöne ortsbezogene Tracht zulegen. Dankeschön. Erneuert worden, sondern auch die Goldhaumtrachten sind erneuert worden und zwar vielfach angeregt durch das Buch, das von der Goldhaumorganisation Steierland herausgegeben worden ist, Festkleider zur Goldhaube. Und da sehen wir auch erneuerte Festtagstrachten von den Goldhaum. Ein Goldhaum ist schön, wunderschön, kommt aber erst wirklich zur Wirkung, wenn es mit den richtigen, schönen Kleidung dazu getragen wird. Ja, die bitten wir jetzt dann zu uns auf die Bühne. Sie werden uns die noch kurz vorstellen, die Goldhaumtrachten. Und dazu spielt die Mühlviertler Blasen einmal. Und das ist auch ganz interessant. Sie spielen den Resl-Walzer und der ist von Andreas Bär. Das ist ein gebürtiger, also der gebürtige St. Nikola da herunten. Also ihr habt es wirklich fähig, Leute, der Herr Pfarrer. Das war da herunten, also da hat St. Nikola hat schon einiges zu bieten. Gut, wir freuen uns auf die Goldhaumfarben, bitte. Thank you.
Ja, tragt es weiterhin, die Tracht mit Stolz. Die Landesobfrau hat es ja schon gesagt, ihr seid sowas wie ein Botschafter der Tracht. Ist ein Teil unserer Identität und wir können damit auftreten gegen den Einheitsbrei der Mode. Ja, aber wie heißt es so schön, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Ab Salzburger Almbeeren hat das einmal so gesagt, beim Essen und Trinken, beim Tanz und beim Spiel darfst du eins nicht vergessen, lieber Zwing, es wird zu viel. Kommt am schönsten, dir vier, dann steh auf und geh heim, sonst ist es wie beim Bier, es vergeht der ganz vorn. Ihnen allen danke fürs Kommen. Es war super, ihr habt super mitgetan. Es war eine gute Stimmung. Ich glaube, es war ein recht schöner Nachmittag. Danke. Und beschließen wir den Nachmittag noch mit unserer Landeshymne im Heimatland und stehen dazu bitte auf. Gut, du kämpfst gut heute.